Und die erste Frage, warum feiern die Börsen? Also gestern hat der Nasdaq nachbörslich 5% zugelegt. Wie kommt's? Moin, moin aus Hamburg. Ich wollte fast München sagen, wir waren letzte Woche in München unterwegs mit der Zeitenwende-Konferenz. Gestern waren wir in Köln, heute sind wir in wunderschönen Hamburg. Das Wetter, und vielleicht sieht man das auch im Hintergrund, macht nicht so ganz mit. Aber die Börsen haben gestern gefeiert und das ist ja der Grund, weshalb ich heute mit unserem Kapitalmarktstrategen Heiko Böhmer spreche, denn du hast ja einige spannende Thesen gehabt in deinem Vortrag vorhin, heute Morgen. Und die erste Frage, warum feiern die Börsen? Also gestern hat der Nasdaq nachbörslich 5% zugelegt. Wie kommt's? Ja, Jerome Powell sei Dank, der Power Powell, wie du ihn gerne nennst. Power Powell hat gestern mal wieder einen rausgehauen, um es mal etwas leger zu formulieren. Er hat gesagt, okay, wir machen, glaube ich, nicht mehr so viel bei den Zinsen. Es wird langsamer nach oben gehen bei den Zinsen. Und solche Sätze vom Fed-Chef, die sorgen halt für Kurszuwächse und für massive Kurszuwächse, weil der Powell in den vergangenen Monaten auch immer das wirklich umgesetzt hat, was er gesagt hat. Das ist endlich mal ein Notenbanker, der das hält, was er sagt. Und da glauben die Märkte mittlerweile dran. Und großartig an den Aussichten hat sich ja nicht viel verändert. Aber seine Aussage, die sitzt, die wirkt und die treibt die Kurse an. Und was bedeutet das für Aktienanleger, grundsätzlich für Investoren? Ist das jetzt der richtige Zeitpunkt, um zu investieren, dass man sagt, jetzt kommt der nächste Bullenmarkt? Oder soll man eigentlich grundsätzlich immer investiert bleiben und solche Gelegenheiten nutzen, um möglicherweise aufzustocken, zuzuschlagen? Also eine Äußerung von Power Powell sorgt noch für keinen neuen Bullenmarkt. Also das gleich mal vorweg gesagt. Ja. Und tatsächlich, genauso ist es, Andre, du sollst immer investiert bleiben. Es gibt keine Gründe eigentlich, in den allermeisten Fällen, außer bei Einzelaktien ändert sich das Geschäftsmodell so massiv, dass man sagt, okay, das wird nie wieder was. Aber grundsätzlich sollte man dauerhaft am Aktienmarkt dabei sein. Wenn man die besten Tage die vergisst und verpasst, vor allen Dingen, dann hat man eine deutlich niedrige Rendite, die man über Jahre hinweg erzielt. Also wirklich dauerhaft investiert bleiben. Wer jetzt noch ordentliches Cash an der Seite liegen hat und langfristig dabei sein will, na klar, der kann selektiv auf jeden Fall jetzt auch schon in den Markt reingehen, denn wir haben natürlich schon ein paar Dinge, die sich verbessert haben und die Aussicht eben, dass der Zinserhöhungszyklus zu Ende geht in den USA. Super, also wir wollen gar nicht mehr in die Tiefe gehen, nur eine kurze Zusammenfassung von dem, was gestern passiert ist. Und wenn euch das gefallen hat, also wir beide brauchen ein bisschen Feedback. Ich glaube, wir wollen das ein bisschen öfters machen für euch. Wenn es Fragen gibt dazu oder halt Feedback grundsätzlich, kommt sowas gut an. Und welche Themen interessieren euch, dann gerne unten in dem Kommentarfeld was schreiben. Wir lesen das schon fleißig. Und in diesem Sinne sage ich erstmal auf Wiedersehen, denn wir sehen uns nächste Woche bei Value Compact mit Heiko auch mit dabei, mit einem Rückblick, was in den vergangenen 4 Wochen passiert ist. Und mit unserem CEO und Fondsmanager Frank Fischer, mit dem, was in den nächsten 4 Wochen auf uns zukommt, ob die Jahresendrally immer noch, ob er das immer noch so sieht. Da bin ich sehr gespannt. Bin ich auch gespannt. Genau. Ja, ich würde sagen, Heiko, ich danke dir. Gerne. Wir machen jetzt weiter und das war der Begriff. Hashtag PowerPow. PowerPow. Ich glaube, wir sind die Ersten. Wir sind die Ersten. So sieht's aus. Cheerio.